Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega für beendet erklärt und seinen Rücktritt angekündigt. Er erhob schwere Vorwürfe gegen Innenminister Matteo Salvini. Dieser hatte vor fast zwei Wochen das Regierungsbündnis in Frage gestellt und Neuwahlen gefordert. Dazu muss es nach Contes Rücktritt allerdings nicht zwangsläufig kommen. Es könnte zu einer Allianz aus Fünf-Sterne-Bewegung, den oppositionellen Sozialdemokraten und Berlusconis Forza Italia kommen. Damit würde eine weitere Regierungsbeteiligung der ultrarechten Lega verhindert. Die Allianz wird Maggioranza Orsola, Mehrheit Ursula genannt, weil alle drei Parteien für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin gestimmt hatten.